Servus und hallo liebe YouTube-Zuschauer. Ja, ich begrüße euch heute an diesem Samstag. Gestern ist das 166. Video online gekommen. Und das ist jetzt mittlerweile dann das 167. Eieiei, so viele Videos schon. Legt euch am Morgen ins Zeug, wir sind immer noch bei 4.851 Zuschauer. Abonnenten, ne, Spaß beiseite. Ich stehe unten auf dem Acker. Und ich habe den gestrigen Abend und jetzt den Morgen damit verbracht. Ich habe die Kartoffeln nochmal ausgegrast. Ausgegrast ist gut, eher entkrautet. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt gehabt, ich bin heuer ganz beschissen dazugekommen, habe irgendwie absolut die Zeit nicht gefunden, um meine Arbeit zu machen. Ich bereue es im Nachhinein natürlich, das ist alles beschissen gelaufen, gestehe ich ganz ehrlich. Ja, und ich habe jetzt das ganze Beikraut rausgerupft, also da liegt noch ein bisschen ein Haufen. Ja, das sind die Kartoffeln. Ich sage mal so, die schauen eigentlich ein bisschen erbärmlich aus. Tja, meine Schuld, selber Schuld gewesen. Das ist, wenn man sich die Zeit nicht nimmt oder die Zeit nicht findet. Einerseits möchten wir es auf biologische Art machen und müsst halt öfters mit der Hacke oder so durchfahren. Andererseits, ja, ich bin kein einziges Mal mit der Hacke durchgefahren. Es hat die Zeit gefehlt, entweder ich hatte Zeit und der Vater keine Zeit oder ich habe keine Zeit gehabt, dann hätte der Vater Zeit gehabt. Dann hat es sich immer ausgeschoben, weil immer irgendwas anderes anlag. Tja, und das Endergebnis war, da stand jetzt die Milde drin und da stand Distel drin und Windhalm und ich weiß nicht was noch alles, ja. Und ich denke mal, das Kraut ist deswegen einfach so gelb, weil es einfach unter diesem Unkrautdruck so Stress hatte. Also Krautfäule ist es nicht. Das wäre auch verwunderlich, weil so nass war es vorher nicht. Aber wie man sieht, das ist halt wie gesagt doch schon relativ... Ich gehe davon aus, das hat einfach zu wenig Wasser auch gekriegt. Die Disteln standen vor allem hier hinten drin. Man sieht auch, da fehlen ein paar Pflanzen. Wobei ich da dazu sagen muss, das war natürlich auch die Stelle, wo von vornherein Pflanzen gefehlt haben, weil beim Stecken ist ja auch ein Haufen in die Hose gegangen. Ich sage ja immer, wie es ist, ne? Dann haben die anderen wieder keine Zeit gehabt und dann... die gehen nicht rein, dann schmeißt man die Kartoffeln neben aus. Also da könnte ich mich ja ehrlich gesagt aufregen. Und das ist immer noch mein Ziel. Also ich denke mal, fürs nächste Jahr so eine Krame, selbstlegende Kartoffelmaschine, Krame mit C, werde ich mir wohl doch mal leisten. Weil noch einmal diesen blöden Scheißdreck, dass dann hinten zwei Leute drauf hocken, der eine, der macht zwar die Arbeit, aber schreitet mir zu spät, stopp. Und der andere, der hat eigentlich keine Lust auf die Arbeit und schippt die Kartoffeln einfach irgendwo noch. Also das brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil das nervt. Ja, deswegen fehlen, wie gesagt, ein paar, weil hier unten diese Reihe, das sind eigentlich die blauen St. Galle und wie man schon sieht, eine Pflanze, da hinten steht noch eine und da vorne steht noch eine. Ich sag da nichts mehr dazu, ich ärgere mich jedenfalls drüber. Fakt ist auf alle Fälle, nächstes Jahr muss es anders werden. Ich muss mir nächstes Jahr wieder mehr Zeit nehmen für die Kartoffeln. Ich habe dieses Jahr wenig Zeit dafür gehabt, das gebe ich zu. Letztes Jahr standen sie besser da, da war das Kraut richtig schön grün. Ich habe es intensiv gepflegt, bin immer wieder durchgelaufen, habe Unkraut rausgerupft und. Und heuer habe ich schleifen lassen. Und ja, wie sagt man immer, aus Fehler lernt man. Es war ein Fehler, den werde ich nicht nochmal machen. Dumm gelaufen. Andererseits sagt man immer, die dummsten Bauern haben die größten Kartoffeln, aber... Naja, ist halt jetzt so. Können wir nicht mehr rückgängig machen, ist so, bleibt so. Aus Fehlern, wie gesagt, lernt man. Da mag jetzt wieder irgendein Zyniker kommen und sagen, ha, du bist schuld, du bist ja blöd, du hast ja keine Ahnung und zeigt mir den Finger auf einen, aber das ist mir scheißegal. Wie gesagt, ich lerne ja aus den Fehlern und ich habe gemerkt, das war dumm heuer. Nächstes Jahr kann man es dann bloß besser machen, schlimmer man kann es ja eigentlich nicht. Von daher... Ja, und ich habe jetzt gesagt, ich habe das Unkraut raus und ich habe das alles auf dem Kipper drauf. Und bloß damit man mal sieht, was das jetzt an Unkraut war. Also eigentlich muss ich gar nicht rumdrehen, weil dann man jetzt gleich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie gesagt, ich könnte mir selber dafür auch eingehen und dann Arschtritt, aber ja. Halbe Kippe, wie gesagt, da stand alles ein wenig drin, Ackerwinde und.
Ja, von hier oben. Ja, die Bamberger Hanle hier unten stehen, wie gesagt, am besten da. Warum, weiß ich selber nicht, aber die haben scheinbar irgendwie so ein wenig vom Auswuchs her, die sind noch richtig grün, da war auch kein Unkraut dazwischen. Entweder lag es dran, weil ich von der Überlappung hier, ja, wie gesagt, das ist ja alles Weizen gewesen hier unten. Stand ja von hier bis hier. Das alte Feld, das war ja genau da oben die Kante. Ich habe letztes Jahr natürlich auch einen Fehler gemacht, Stilllegung, habe das Unkraut genommen, habe es neben die Stilllegung reingeknallt. Ja, das war vielleicht auch nicht so sinnvoll. Deswegen denke ich, ist es da oben auch ein bisschen schlimmer gewesen. Wobei ich auch letztes Jahr die Erfahrung gemacht habe, zwischen die Bamberger Hanle wächst einfach schlechter das Unkraut hoch. Die sind da scheinbar ein wenig resistenter und an die Bamberger Hanle habe ich auch noch nie, toi toi toi, einen Kartoffelkäfer gefunden. Vielleicht schmeckt denen das Kraut nicht. An die anderen, ich habe jetzt noch einmal zwei Kartoffelkäfer gefunden beim Ausgrasen. Also heuer, was das betrifft, sind sie mal wirklich nicht da. Kann ich ja von Glück reden, dass das Kraut so schlecht ausschaut. Ja. Also, man möchte ja schon fast meinen, jetzt werden die Kartoffeln langsam reif. Wenn man aber weiß, dass ich sie erst am 18. August gesteckt habe, ja, auch ein bisschen spät, ne? Wisst ihr ja, dann... Na gut. Es ist so, wie es ist. Können wir nicht schön reden. Schlecht reden will ich jetzt aber auch nicht mehr weiter. Nächstes Jahr muss besser werden. Da wird man sehen. Auf alle Fälle, so stehen sie jetzt da. Unkraut, naja, fast unkrautfrei. Was jetzt gemacht gehört, ich hoffe, das funktioniert noch, weil teilweise hängen sie schon ziemlich runter. Eigentlich hat der Vater gesagt, normal nicht mehr. Die können halt nochmal ankäufelt. Ich habe sie heuer einmal käufelt. Auch das habe ich, wie gesagt, ein bisschen verbummelt. Mal gucken. Jetzt lade ich erst einmal den letzten Haufen da auf. Fahre den IHC da, der Schönheim. Und den Kipper aufräumen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter, was der Tag heute noch so bringt.
Ja, Leute, was ist die Woche dann noch los gewesen bei mir? Nicht viel, einfach ziemlich wenig. Ja, mal, ich habe am Samstag noch einen Livestream gemacht und ansonsten halt das Übliche, ne? Kennt ihr ja, aussortieren und Viecher versorgen. Ja, am Sonntag hatten wir dann noch Besuch und Wohnung geputzt und ja. Wie gesagt, das Übliche, ist nicht so viel passiert das Wochenende. Hab gedacht, wird noch ein wenig mehr. Samstagabend habe ich noch ein bisschen unten geschält gehabt. Ich will ja eigentlich auch mal fertig werden. Da hat es das Regnen angefangen auf 8:30. Blöd gelaufen. Naja, die im Livestream dabei waren oder die sich jetzt noch gucken, die wissen ja, was dann war. Hab ich heimgefahren, der Livestream lief unter nass, weil es da nass war. Einfach so. Naja, und wie gesagt, sonst ist nichts passiert. Gestern habe ich mal abends die Kartoffeln unten angegraben. Fürs Abendessen haben wir welche gebraucht. Habe ich die festkochenden rausgegraben oder vorwiegend festkochenden Sade Soraya. Ja, und ich habe heute noch einmal welche rausgegraben. Ein Arbeitskollege, der möchte gerne welche. Ich gesagt, na, ich gucke mal, was ich zusammenbringe, was ich habe. Und hier mal das Ergebnis. Ja, die Äpfel haben wir ja vorhin gezeigt. Eine bunte Mischung, ich habe da Arbeitskollegen von mir ein bisschen was und für meine Paten. Ja, und jetzt sitze ich schon wieder auf ein paar Wuchsen, schon wieder unten am Acker. Ich schäle mal wieder, wie immer. Ich sag mal, fertig wird. Mann, du, das nervt mich. Aber so schaut es jetzt aktuell aus. Wir sind hier unten. Die Kartoffeln sind da vorne. Ja, und das ist das letzte Stück. Es lichtet sich. Gehen wir noch auf den Gas. Ein bisschen was noch.
Ja, Freunde, das war's für heute. Jetzt machen wir Schluss, es ist 9. Flackert das oder ist das bloß das Gewackel? Ich gehe davon aus, es ist Gewackel. Flackern tut er nicht. So, jetzt kann ich es nochmal zeigen, zwecks Schälen, weil es immer heißt, ich acke, ja. Es ist zwar schon recht dunkel, aber das ist mir jetzt wurscht, ich zeige es euch trotzdem. Wenn ihr sagt, das ist geackert, ne, dann weiß ich ja nicht, wie ihr ackert. Also das ist bloß geschält, weil, pass mal auf hier, oh, ey, das ist natürlich typisch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen tiefer noch, ich musste nicht so einstellen. Es passen gerade die Finger rein. Gerade die Finger. Also das, wenn 10 cm sind, ist viel. Ja, so viel zum Thema. Na gut, jetzt fahren wir heim. Ich lasse jetzt schön langsam kalt laufen noch auf dem Heimweg und dann ist gut. So Leute, mal wieder Verabschiedung hier im Schlafzimmer. Ja, ich muss jetzt ein Video schneiden und dann ist auch für mich Feierabend. Ist jetzt ja 9:30 Uhr. Ziemlich genau. Also vorhin die Zeit gewesen, wie ich mir gedacht habe. Jo, Video schneiden, hochladen, beziehungsweise rendern, hochladen und dann gibt es wieder was zu sehen für euch oder dann habt ihr es ja jetzt gesehen. Ja, ich hoffe die Videoaufnahmen haben euch gefallen. Ich habe heute mal gedacht, ich nehme ein Stativ mit runter und filme mal mit dem Stativ den Kram selber. War natürlich schon recht dunkel, aber da sieht man mal die Vollbeleuchtung. Wobei ich festgestellt habe, dass die Leuchte, die innen her bei der Öldruckanzeige ist, also klar, eine Glühbirne drin, die ist kaputt. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt da aufgehört habe, weil wenn du nicht mehr genau siehst, wie viel Öldruck du hast, okay, mit Taschenlampe, wenn du guckst, dann war er immer bei knapp 2 Atü, also richtig, aber naja, jedes Mal mit Taschenlampen leuchten wollte ich auch nicht. Außerdem, wie gesagt, es ist doch relativ spät und Video schneiden muss ja auch noch, sonst hätte ich vielleicht gar fertig gemacht. Jetzt denke ich, haben wir noch einen Einsatz, einen Tageseinsatz. Ein Tageseinsatz ist natürlich relativ, so lange brauche ich da nicht. Und dann dürfte da unten endgültig fertig sein. Ja, heute hat es wieder ein wenig länger gedauert. Jetzt hat es die letzten Tage zwar ein bisschen noch geregnet, aber nicht mehr so viel. Und jetzt war der Boden wieder relativ ausgetrocknet, beziehungsweise da unten ist der Boden richtig trocken. Ja, und das merkst du wirklich bitterbös. Das denkst du gar nicht. Du fährst da durch und dann, wo oben hier die Pflugeinstellung optimal gepasst hat, welche die Nosskallen, ist halt unten total verkehrt gewesen. Den haben wir richtig eingestellt und jetzt ist er wieder sauber gelaufen. Ich mache am Ende hinten, wo es dann richtig drucken ist, da sieht man schon, da geht er dann nicht rein, aber naja, ist halt einfach so. Durch mich nicht ab, den Rest gar fertig machen und dann ist das Schälpflügen endlich abgeschlossen. Ja, wie gesagt, ich habe es euch jetzt noch mal gezeigt. Es ist nur eine geringe Schicht, eine geringe Höhe, die wo ich da alles schäle. Ich will ja nicht Aggen und nicht Dudenbuden aufholen, sondern ich will bloß oben die Pflanzen durchschneiden, vor allem die Disteln. Und das, denke ich, klappt ganz gut. Und wenn ich fertig bin, ja, ich hoffe, man hat irgendwie ein wenig einen Erfolg. Aber ich habe jetzt schon einige positive Rezensionen hier unter die Videos gekriegt, also Kommentare. Und so gesehen, wenn man die Videos, oder wenn man so altes Filmmaterial von früher anguckt, Werbevideos und so von Schlepper, da ist es ja auch oft einmal der Fall, da hängen dann hinter die alten Schlepper Pflüge und da siehst du die Stoppelfelder und die fahren mit den Pflüge drüber. Und bei weitem nicht so tief wie heutzutage geackert wird, sondern auch mehr wie so Schälpflügen. Und wenn es früher funktioniert hat, ich meine, warum soll es heute nicht funktionieren? Mag jetzt, wie gesagt, Leute geben, die halten mich für bescheuert, weil ich da unten so arbeite und mir ein wenig mehr Aufwand mache. Und ja, ich brauche lange dazu, gebe ich ja zu. Hätte ich die Einstellerei heute nicht noch hin und her gehabt, wäre ich wahrscheinlich fertig geworden. Aber es ist halt jetzt einfach so. Klar, brauche ich da unten ein paar Stunden länger wie mit dem IHC. Oder, aber wenn es funktioniert und ich am Schluss wirklich dann weniger Disteln drin habe, bin ich zufrieden. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann bin ich vielleicht nicht zufrieden, was das angeht. Aber dann kann ich wenigstens sagen, Spaß gemacht hat es trotzdem. Weil Aggen mit einem alten Bulldog ist doch immer was ganz was anderes und die Spaziergänge, die immer unterwegs sind, die gefallen mir auch immer. Die machen dann Fotos, die schauen sich's an,
gucken dazu, wie es da hin und her fährst. Da auch auf Frucht, was ich da mache. Dann hol ich dann eine Klettkappe, wo du toll begeistert. Und von daher denke ich einmal, ja, zumindest in dem Sinne, finde ich es halt cool, wenn du das dann einmal den Leuten zeigen kannst, wie sowas früher funktioniert hat. Und ich meine, habe ich jetzt schon mehrere gesehen, dass sowas überhaupt noch gibt. Und habe gesagt, naja, ist gang und gäbe. Klar, ich meine, ein Stoppelhubel zum Beispiel oder ein richtiger Schellflug wäre mit Sicherheit deutlich besser wie der Zweischare, weil der wäre breiter und vielleicht gleich in der richtigen Größe für den IHC, aber so funktioniert es auch. Und jetzt erst einmal probieren, wenn es funktioniert, kann ich ja immer noch gucken, ob ich mal einen Stoppelhubel oder sowas will. Jo, auf jeden Fall, jetzt wünsche ich euch was und du, wenn es jetzt noch einmal mit deiner Nosen da anstupst, dann haben wir da toll verwackeltes Material schon, ne? Jo. Dann würde ich sagen, das war es jetzt auf alle Fälle für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis die Tage. Servus.